Sie ist sozialistische Abgeordnete im Europaparlament aus Spanien und ist dort auch im Menschenrechtsausschuss aktiv und hat aber auch vor allem den Bericht zu Menschenhandel, wenn ich es richtig verstanden habe, begleitet. Wir werden jetzt keine einzelnen Fachdebatten mehr führen. Das haben wir im Laufe der Tagung gemacht. Ich möchte jetzt Neil Spierings bitten, uns vielleicht doch noch mal in den ersten 5 Minuten den Bogen zu geben, wo er die Hauptattacken sieht auf Gleichstellungspolitik in Europa. Nochmal back to the roots, was haben wir zu erwarten mit Rechtspopulisten und rechtsextremen Parteien im zukünftigen Europaparlament? Wie werden diese Parteien die politischen Gewichte auch verschieben im Europaparlament? Und ich leider habe ja zu sagen, zu Ungunsten von denjenigen, die bislang zumindest auf der Parteienebene pro Gleichstellungspolitik waren. Nils, floor is yours. So the opposition to gender equality in 5 minutes. We listened already to you, okay? Let's start with some of the successes in terms of the examples we have heard about, for example, how the issues were framed in terms of human trafficking, or the example in the keynote speech, the opening that talked about the enactment of the European Union and how equal pay was framed as an issue that was part of economic equality between France and Germany, because otherwise Germany would have an advantage over France. So that's the way equal pay came into existence to some extent. That shows us that in some instances it's very important to link the goals and the discourse to the dominant discourse in society in the political debate. So not only talking about gender equality, but thinking what is the dominant discourse. And at this point, and then we come to the opposition, the dominant discourse in European politics is shifting to the right. The immigration debate has definitely shifted to the right. It's not about integration, it's about assimilation. It's about the threat posed by immigration, not so much about the human trafficking and all the horrible things that happen to women and men related to that. So definitely this can be linked to the rise of the populist radical right, for instance, and the even more extreme right-wing parties. So we should focus on who's against gender equality and who shapes that discourse. This is not just men, this is also women. 40% or more of the voters for populist radical right parties are women. So we're fighting for certain people that are not our allies politically per se. Feminism is actually the enemy. As soon as you frame something as feminist, you lose. You lose people that might support your goal in substantive terms if you would frame it in terms of human trafficking, for instance, or economic inequality. Moreover, the support for these parties and more extreme parties is linked to that anti-elite stance, and that also reaches out, I think, to the members of parliament at the table here. We need to offer an alternative. People do not only want to hear about the policies, but want to be heard themselves. They want to be able to talk to politicians, and they want politicians to listen. I'm not saying that politicians don't listen, by the way, but I'm not that skeptic, but I have been at one deliberative citizens' poll that was organized by the European Union, a great initiative in which all kinds of people came and talked about the future of the EU, people you wouldn't expect there. They were very enthusiastic. While they didn't come in being enthusiastic, they thought, ugh, European Union, I don't like it. But they were offered like a hotel and good food, and they came. And at the end they said, this was great. I know more about the European Union, and I think it can mean something. At the end of that 2 days, some politicians were asked to come in and reflect on the results. And I was there as an academic, so I didn't have a political opinion, but it hurt me
that the list puller of the Green Party in the Netherlands was there and basically said, yeah, that's all nice what you have just made up, but we think this and this. And the people in the room were like, yeah, that's what we think about politicians, they don't listen. So I think that's important if we want to fight the support for the populist and the extreme right, is that we do not only focus on the policies that need to be made, we know what we want, but make sure that people listen. One last element related to that is the more general support for gender equality and LGBT issues across Europe. LGBT support for LGBT is rising in old Europe and is stable, erratic, or going down in newer Europe. We have to take that into account. It might get worse in a way. With regard to economic gender equality, we've seen a quite gradual rise across Europe, but between 2008 and 2010, it actually decreased the support for economic gender equality. More people are now thinking that if all is the same, that a man should get the job, not a woman. That's probably, highly probably, related to the economic crisis. But that is the context in which we're currently working, and we have to take that declining support or that framing into account as well. Thank you very much, Niels. You did it perfectly in 5 minutes, and I think you set the tone. I would like to ask Ines Sender about her perspective. You are currently campaigning in Spain, definitely, for the EU elections, and how do you experience not only the Spanish crisis, but mainly what Niels said, do the people listen? Do you listen to the people's needs? Do you see women rights under attack in the context of the Spanish crisis, and could you give us a bit insight? Yes, thank you. I thank very much the Henrik Böll Foundation and the Gunda Werner Institute for the invitation. Yes, in Spain, in our history in relation with the Union, we've been first seen as now are looked at Romanians and Bulgarians. When we entered in 86, all the rest of the member states in Europe, they thought those Spanish machos or machistas, Catholic and brown, that's, you know, exactly as we, as I hear now speaking about Romanians and Bulgarians. Then I always say to them, to my colleagues, Romanian and Bulgarians in the parliament, okay, it's just a matter of time, but it's also a matter of action, because we need some allies in order to fulfill that. Well, after being led, we just looked after French, Swedish, German women, because I was very involved in the women movement, and then we were able to catch up with those women. And then in 2004, we were able, with all the women association, but also with the Institute of Women in Spain, and with all the help and the capacities to cooperate with others, we were able just to make at that moment with the new government decisions was just going back from the war of Iraq, and the law for integral law for fight against violence against women, because this was a very big issue in Spain. But we discovered just some weeks ago that it is not only in Spain. Spain, we have already the figures and the strategy. The problem is that at European level, we had not the figures. Yeah, we are still looking for figures. This is one of the issues for the future that we will have to do. Well, then we succeeded on doing that. We succeeded on implementing our integral law for equality between men and women, and putting a big strategy. But then the crisis arrived, and as it was very well said, the crisis, the first reaction for crisis is out, migrants out, and women back home. Yeah, this is the first reaction of fear in a society under a very big pressure, and with inequalities just rising. Then now we are under a big pressure,
and we are, I think, a good example that how women will suffer if the populists, if the right wing extreme right is arriving. And I must say that extreme right now has the visage of a very blonde and nice woman, which is Marine Le Pen. We saw that. It's not his father who was really a figure that was. No, now he's the very nice and modern woman speaking with modern. This is the real big danger, because the media, which should be our allies, sometimes are not helping us as much as we wanted. Then in Spain, suddenly we just suffered from all the measures from a very right wing and Catholic against in cooperation with the Catholic Church in Spain, which was really, really very right wing even within the Catholic Church. And we had a lot of laws and rules against women in general, because there were cuts on the services for infants, on the services for dependents, which is normally what women in Spain get at home when they have not these services, and also cuts in education, reducing the hours in schools, etc. But the worst, and all at the same time, paradoxically, the best was that the government didn't measure until when they could go, and then they just made this project against the liberties and the capacity of women to decide on their maternities, which is now the project of law against the liberty for abortion in Spain. And that was the worst one side, but at the same time the moment where something changed, and then there was a kind of ring for all women, not only in Spain but outside Spain, in Europe. And then suddenly we had, and I have here a lot of press from France, from Germany, from the UK, from everywhere in Europe, then reacting against this law, this project of law, is still a project of law, and suddenly women and in Spain felt very deeply this solidarity when there's women movements just get up and march on for solidarity with other women. This was for us the moment where the left in general, that is the Izquierda Unida, but also the socialists, we felt that we could just make the change in the next the next 25th of May. We are voting for European election. This is a crucial moment, but for us it's already this moment because of the solidarity of women all around Europe, and of also the left in Europe again, the Greens, the left Unida, and then the socialists. This has been for us just the moment of possibility to change, to go backwards and to recover all these laws and possibilities. Thank you very much. And I would like to thank you to join us for this conference as well. So thank you. Barbara, wir haben ja erstens in der vorherigen Runde, aber auch von Ska Keller fand ich ganz gut gehört, wie wichtig es ist, dass wir außerparlamentarisch die Parlamentarier, die Rinnen, die für Gleichstellung und den Erhalt und die Weiterentwicklung der Rechtssituation von Frauen eintreten, wie wir die unterstützen. Also ich würde dich gerne fragen, was du dir wünschst und wie wir das schaffen, dass diese Solidarität, von der auch Ines redet, besser organisiert werden kann. Und aus deiner Perspektive, was brauchst du an Rückenwind, damit du deine Politiken, die du durch und umsetzen möchtest, auch wirklich durchsetzen kannst? Ja, wenn ich mir das wünschen darf. Also, ja, wünsch dir. Ich wünsche mir von der Fachkompetenz, wie sie zum Beispiel in der European Women's Lobby vorkommt, immer wirklich auch Hinweise, was man weitertreiben kann. Weil als einzelne Abgeordnete sieht man überhaupt gar nicht, wo überall Gleichstellungsideen zurückgehen. Ja? Also da braucht man eine Fachöffentlichkeit, würde ich sagen.
Und ich sage jetzt mal European Women's Lobby, weil die so verschiedene Aspekte auch haben, die einen rechtzeitig darauf hinweisen, wo das schief gehen kann. Ich denke, da du sagtest am Anfang, Barbara, wir haben bei der EU eine Politik, die gut ist auf dem Papier. Da stimme ich dir zu, in vielen Sachen ist sie gut auf dem Papier, aber wir haben auch Bereiche, wo sie nicht mal gut ist auf dem Papier. Zum Beispiel auf der EU-Grenzpolitik geht sie in die falsche Richtung. Und auch die Malmström hat ja gesagt, nach der Lampedusa-Katastrophe, wo über Hunderte an einem Tag gestorben sind, jetzt wird sich das ändern. Aber es hat sich nicht geändert. In dem Arbeitspapier dieser Taskforce, die im Juni, also nach der Europawahl, rauskommt, werden wir auch wieder sehen, so lese ich das jetzt, mindestens 7/8 Abschottung als Erfolgsmodell der Sicherheit. Ja? Und ein Modell vielleicht noch überlegen, wie man das noch anders machen kann. Also was brauche ich da außerparlamentarisch? Da brauche ich wirklich nicht nur den Sachverstand von Pro-Asyl oder solchen Gruppen, sondern da braucht man den Widerstand in der Bevölkerung, der sich stärker artikuliert. Also ich komme jetzt nicht aus einem krisengebeutelten Land, like Greece or Spain. Ich komme aus Deutschland und habe noch, wo ich am meisten Wahlkampf, jetzt auch Kommunalwahlkampf gemacht habe, in Bayern, im Süden Deutschlands, wo wir, egal wo ich hinkomme, Vollbeschäftigung haben. Vollbeschäftigung. Ja? Also ich muss... Und da mache ich Wahlkampf und werbe dafür, dass wir unsere Grenzen geordnet öffnen sollen. Ja? Und ich stelle da fest, dass nicht nur die Rechtspopulisten wie die CSU, sage ich jetzt mal, die sind richtige Populisten, dass es denen gelingt, zu sagen, wir brauchen keine Fremden mehr. Ja? Sondern wenn ich die Diskussion habe und ich rede viel, aber ich höre auch zu, auch in Bayern, auf den Dörfern, weil das die Leute wie ich sind, weil ich da auch davon herkomme, dann stelle ich fest, dass die deutlich artikulieren, sie wollen nicht mehr. Ein Auftrag an die Politik, auch an die Konservativen, dass die Menschen zu Tausenden da sterben, sondern die wollen da eine Lösung. Und es funktioniert anscheinend nicht mehr, dass die Konservativen sagen, das ist ja egal. Ja, das stelle ich fest. Ich stelle aber auch fest, dass auch die CSU dann auf eine andere Gruppe mit Wucht einschlägt, zum Beispiel die Roma, denen nicht vorwirft, nicht Europäer zu sein, sondern Sozialschmarotzer. Und da wünsche ich mir eigentlich die Unterstützung von der Wahlbevölkerung, dass sie sagt, also den Rückfall in diese Schäbigkeit erwarte ich nicht von einer einigermaßen zivilisierten konservativen Partei. Das erwarte ich auch nicht von der CDU. Ich erlebe sie halt immer von der kleineren Schwester. Das glaube ich, das brauche ich noch mehr. Sonst denke ich, es wird schwierig. Ich meine, es kam ja in dem ersten Panel die Idee auf, ich glaube von der Frau Professor Liebert, ob man über die Europäische Bürgerinitiative irgendein, sage ich jetzt mal, noch zu identifizierendes Gleichstellungsprojekt thematisiert und einbringen kann. Das wäre toll. Das haben wir jetzt an dieser Wasserrichtlinie gesehen, aber wenn man sich mal anschaut bei dieser umgangssprachlich Privatisierung des Wassers, wie ist es gelaufen, wenn ich jetzt sage europaweit? Das ist vor allem in Deutschland gelaufen. Da ging es, die erste Million gab es ganz kurz, weil da war der Widerstand kommunal organisiert. Es war über Parteipolitik hinaus. Und dann musste man noch ein bisschen dazu tun, dass auch andere einschränken. Und deshalb ist es wahrscheinlich das Schwierigste, sage ich jetzt mal, zu identifizieren, wo kann man so einen europäischen massenweise, und es wird nicht nur über die organisierten Frauenverbände gehen, sondern wie kann man so ein Thema identifizieren? Mir fällt jetzt da keins ein, aber dann wäre das durchaus eine Möglichkeit. Und ich meine, jetzt müssen wir auch über deutsche Politik auch hier reden. Wir haben ja hier, und weil Sie das gefragt haben, mit wem kann man im Parlament Bündnisse machen? Ja? Und ich glaube schon, dass das schwieriger wird, wenn so viele Rechtsradikale, sagen wir mal, die haben 100 Sitze, das ist jetzt noch nicht die alle Gefahr. Wir sind auch jetzt schon immer im Plenum sehr artikuliert. Mit wem kann man Bündnisse schließen? Und da muss man dann halt ganz deutlich reden, weil jetzt wahrscheinlich die zwei großen Blöcke, die Sozialisten, die Familie der sozialistischen Parteien und die Konservativen, wie eine große Koalition vielleicht agieren werden, weil die Gefahr von rechts so stark wird. Und dann gibt es noch diese Euro-Gegner und so. Und das müssen wir wenn wir uns zusammensetzen als Fraktion, uns überlegen, wie wir uns da noch einbringen können.
Ich würde da auch gerne Ines fragen, gibt es denn schon Überlegungen, wie ihr mit diesem wachsenden und großen Block der rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien im Europaparlament auch als sozialistische Fraktion umgehen wollt? Das ist die eine Frage. Und das andere, wir haben jetzt immer öfter Situationen im Europaparlament, wo wichtige Berichte und Gesetzgebungsverfahren zur Abstimmung stehen. Und leider, ich habe gestern ja auch den Estrella-Bericht zu sexuellen und Reproduktionsrechten zitiert, wo ansteht, dass dann der Bericht verloren geht für unsere Interessen, für eine emanzipative Geschlechterpolitik. Wie organisieren wir uns da? Ich finde, wir müssen uns dringend was Neues einfallen lassen, wie wir ihr im Parlament und wir außerparlamentarisch Druck machen müssen, damit diese Durchmärsche, die dann plötzlich möglich werden, in der Allianz zwischen Rechtspopulisten und Konservativen nicht möglich werden. Yes, thanks for the question. Well, first, it is true that we try our best on fighting this populism, but I must to accept and to acknowledge, because this was part of our work inside the our group, to recognize that perhaps on migration we were not able at European level to make a real initiative for integration. That means that a kind of European model that could be successful before the populism was growing. Because at the end of the day, if now I would say from the Bavarians' wish of the right, all the migrants living and established in Germany just disappear for one day or for a week, I can imagine that the economy of Germany couldn't go on. Yeah, that happened in the US some years ago. I remember there was the day of migrants hands off. Even if they were not able to follow 100%, but it was really a shock. Yeah, because this is part. And the Commission has made a very thorough study saying that we need, as a very old and aging region, we need really for maintaining our economy, only for this egoistic, not even for social, but for egoistic reasons, we need absolutely the people that have decided to live with us. This is absolutely right. And this is something that, and I'm guilty also, that the left, we haven't been able to work together, because on social issues at the European level is everyone for everyone, not all together, yeah? Because this is a subsidiarity, we cannot touch that. Women affairs is suffering from this, because everyone wants not to touch these social issues, because we have different cultures. It is true on one side, but on the other side we have some paradoxes, as it was the case with trafficking and prostitution. I was surprised when we were voting, as you said very well, that not only the Greens but the Germans in general, with the fiscal, for example, 2 days ago, the European prosecutor, Germans wanted only for fraud, not for criminal law. And we need when there is this transnational crime as trafficking with persons, that we need some tools, cross-border tools. But anywhere, I think that on this issue for populism, we need a model of a European model of integration for new Europeans. I say that new Germans, new Spanish. We have for 400 years already our Roma are already established. We had more than, 3-4 million in Spain. They are living with us, already established. It is true that they are not moving people. They are established for more than four. They are still under some issues. We need to they need some positive discrimination, because young women, Roma women, for going to school on some communities, they have still some
some problems. But in general, they are really advanced. And then perhaps this is kind of example that we could also. But then on the reports on the next parliament, I think that we still need to identify those points that we can go on with them, because it is true that the Stella report was rejected by the right, but only on because of one point of the sexual and reproductive rights, and for only one this point that we were not able to overcome the big and pressure of the church, because we have to say that the religion. After, digamos, coming some of the new member states, which are very close to the Catholic Church because of their independence, the national historical issues, they still have a big pressure on that. Then I think that for the new elections and during the campaign, is up to the women movement to ask and to request from members, from candidates, to identify on which points we can go together, and we can really, whenever we are sitting in parliament, just start with that, because it is true that there are only four or five issues: work, labor, equal pay, salary, wage breaches, and all that. That we can go on decision making. Post for women, that was one of the big debates on this administration for the big firms. This is violence against women. We need really to, there's now the study from the Commission, now we need strategies and measures. Liberties, I mean freedom for women, for example, the law on abortion, that we need a kind of general recommendation on that. And finally, rights, women rights in the world. I mean, what you are very involved. I mean, for women outside, that we need also to, from the European point of view, to protect and to support. And I think that on these five, where the Union has something to do and something to say, I think that we can at least have some points coming from the movement, from the women movement. Thank you. Ja, Barbara, vielleicht auch von dir nochmal. Also wenn jetzt mehr zum Beispiel auch weibliche Europaabgeordnete vom rechten Lager, von den Rechtspopulisten im Parlament sind, ich versuche mir wirklich ganz konkret vorzustellen, isoliert ihr die oder geht ihr auf die zu? Also wir haben ja zwei Arbeitsformen. Wir haben das Plenum, das ist in Straßburg, wo dann immer die Endabstimmungen sind. Also da wird dann in einem Raum mit 780 im großen Plenum gesprochen. Und wir haben die Ausschussarbeit. In meinem Ausschuss für Menschenrechte habe ich keinen davon, oder die kommen nicht. Also ich hatte da noch nie eine Diskussion, obwohl ich weiß, dass die Front National zum Beispiel, aber wahrscheinlich auch die andere, aktiv für die Wiedereinführung der Todesstrafe sind. Ich weiß von anderen Kollegen, die in Ausschüssen sind, wo die haben, dass sie kaum in der Lage sind, den Vorlagen zu folgen, beziehungsweise eigene Vorschläge zu machen. Also ich würde mal aber eine Ausnahme machen, dass es so verschiedene Rechtspopulisten gibt, aber keine Frauen, von den Österreichern. Ja, also da merke ich, die sind noch etwas gewandter. Also ich muss sagen, jetzt nicht in meinem Ausschuss, aber in den anderen habe ich eben gehört, sie können da nicht recht mithalten. Wenn sie aber im Plenum das Wort ergreifen, dann kann ich sagen, ich höre meistens eben bei den Menschenrechtsdebatten zu und den zum Beispiel Türkei-Beitritts- und solche Debatten, reden sie immer von einer muslimischen Unterwanderung, also im Querschnitt von einer muslimischen Unterwanderung. Sie sagen ganz selten Antisemitismus, aber wenn sie unter sich sind, sagt zum Beispiel der Präsident Orban, beziehungsweise sein Freund in Orban in Ungarn, der ist ein Publizist, der sagt offen, mit einem Mann, der schon Kohn heißt, braucht man nicht reden, da meint er den Kohn Bendit. Ja? Also da, wenn Sie im nationalen Kontext sind, sind Sie viel offener im Parlament anders. Aber wenn Sie im Plenum sind, gegen die Muslime, allesamt, und deshalb immer begründet, warum dann deshalb die Türkei nicht in die EU käme. Sie sind explizit gegen die Roma, also sehr schlimm. Und sonst reden sie eigentlich, so wie ich sie kenne, immer gegen die EU.
in solchen Statements. Also jetzt, wenn das in dem neuen Parlament so ist, dass ich einen Ausschuss habe, und die haben natürlich auch das Recht, das kommt jetzt noch drauf an, wenn die eine Fraktion zusammenbringen. Also wenn sie sind ja oft Einzelne, weil das Konzept, international zu agieren, haben die Nationalisten nicht. Ich habe mir sagen lassen, es gab früher die Nichte von Mussolini, ich weiß nicht mehr, wie die im Vornamen heißt, die Mussolini, die... Wir? Alexandra. Gut, die Alexandra Mussolini, die hatte ja mal für eine kurze Zeit eine Fraktion zusammen gemacht, ein Bündnis, aber die ging nicht länger als ein Jahr. Und dann hieß es, da habe ich gefragt, warum? Naja, weil sie offen gesagt hat, die Rumänen sind faul per Geburt. Und das war aber ihr größter Bündnispartner. Jetzt kann es aber durchaus sein, weil die Front National und auch der Wilders aus Holland andere intellektuelle Kapazitäten mitbringen und auch politisches Wissen, wie man was macht, dass wenn die jetzt eine Fraktionsstärke kriegen, dann könnte es sein, dass die nicht nur irgendwo in Ausschüssen rumsitzen, sondern die können auch Funktionen bekommen, wo sie was Anträge können sie stellen, sie könnten Berichterstatter werden. Ein Berichterstatter oder Berichterstatterin gibt immer ein bestimmtes das Thema vor. Die könnten sicher auch, ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange im Parlament wie Sie, ich bin jetzt wirklich auch erst 5 Jahre da, aber die könnten durchaus versuchen, auch bestimmte Themen von Berichten so zu setzen, dass die zu ganz anderen Ergebnissen führen, und wir wären dann in der Position, dass wir noch sagen, aber das müssen wir ein bisschen abschwächen. Und deshalb müssen wir das verhindern. Und es ist dann wieder das wenig inhaltsorientierte Politik machen, sondern für uns Grüne wird das heißen, wir rechnen, dass wir nicht mehr so gut sind wie das letzte Mal. Ja? Das heißt, sofort nach der Europawahl müssen wir schauen, wer zum Beispiel könnte noch in unsere Fraktion kommen, der aber nicht den ganzen das Wahlprogramm der Grünen vertritt, aber jetzt auch irgendwie noch irgendwas vielleicht mit Ökologie zu tun hat, den man einbinden könnte, damit die anderen nicht so viel Macht bekommen. Ich meine, die Sozialisten wären groß, die Konservativen wären groß. Und da muss man jetzt gucken, was auf der linken Seite zusammengeht. So, weil unsere beiden Abgeordneten jetzt noch 5 Minuten bei uns sind, möchte ich unbedingt Niels Bierings das Wort geben. Ich habe großes Interesse, dass wir so viel Ideen wie möglich sammeln, wie wir diese emanzipatorische Solidaritätsarbeit verbessern können, und wie können wir paneuropäische Öffentlichkeit herstellen. Ich finde wirklich, das ist unser größtes Problem. Auch unsere Zivilgesellschaften und unsere Öffentlichkeiten sind national geprägt, auch wenn in Brüssel Lobbyisten auch der Zivilgesellschaft sitzen, die Umweltverbände, die Frauenverbände, Women's Lobby ist da. Was brauchen wir, ja, um eben paneuropäische Öffentlichkeit und at its best paneuropäischen Druck für emanzipatorische Politik aufbauen können? Difficult question. I try. I'll highlight 2 things that I think might help or offer new opportunities. And the first one is relatively new in politics in general. I would like to point to social media here. Social media is used by the opposition to gender equality, but it can also be used by movements on gender equality. And why I think it's particularly important is that it's fluid and it gives people the opportunity to align with a cause without aligning to a whole movement, which is often easier. Furthermore, it's a non-geographical tool, and especially in a European context, it's impossible as a member of European Parliament to visit the whole of Europe. It is possible to reach out to the whole of Europe by sending, let's say, 1 tweet or Facebook message. And if everyone here would retweet or share that message to their followers, you can have quite a big audience across European countries. So it's fluid, it's easy, it's cheap, and that might be a way to build new alliances, temporary alliances on certain issues. That's one more focused on the people and the citizens. The other one, I would say that we have discussed a lot of issues, and a lot of people don't agree with the solutions and problems that were highlighted here. But you can build alliances with the people you do not agree with if you take it to a more institutional level and say,
okay, let's focus on issues of diversity, and we want to strengthen the European Court, which is often an important way of changing laws in countries. We want to strengthen EIGA and Eurostat in collecting better and more data on all kinds of inequality and diversity. We want a new gender mainstreaming tool, which is not gender mainstreaming, but an intersectional tool. This is something that will benefit many, many, many groups. And it's neutral in terms of the policies that come out. But it will, in the end, help the agenda we've set here, as it will show which things are actually getting worse, getting better, and what needs to be done. So I think that's another focus that might help. Yeah, thank you for very concrete aspects and elements. Ich muss jetzt die beiden Abgeordneten, die Grüne Barbara Lochbieler und die sozialistische Ines Sender, entlassen und Ihnen ganz, ganz herzlich für die Teilnahme an der Konferenz, an die Kooperation, Barbara, nochmal mit dir ganz, ganz herzlich danken und euch alles, alles Gute wünschen für ein gutes Wahlergebnis, persönlich jeweils und natürlich auch für eure jeweiligen Parteifamilien, zu der ihr gehört. Kraft und Mut und Engagement, und ich hoffe, ein bisschen hat euch diese Veranstaltung hier auch beflügelt, weil ich glaube, sie hat gezeigt, dass wir in der Lage sind, uns auszutauschen und uns auch wechselseitig zu stärken. Alles Gute euch beiden. Thank you. Bye bye. Wir können gerne noch 5 Minuten fortsetzen. Vielleicht gibt es ja noch andere Vorschläge hier von den Tischen. Heidi meldet sich schon. Ja, die Regel ist die gleiche. Bitte kurz ans Mikro gehen. Und ich fände es schön, wenn wir noch mal ein paar Ideen sammeln würden, die sich eben auf diesen Solidaritäts-, Vernetzungs- und Bündnischarakter ausrichten würden. Soll ich gleich? Ja, ja, mach. Gut. All the bestie. Ich denke, bei all der berechtigten Kritik an vielen Entwicklungen in Europa und in der Europäischen Union, jetzt noch mal ganz im Speziellen, müssen wir uns tatsächlich überlegen, wie man sozusagen die Herzen oder die Interessen auch für alternative Lösungen erreicht. Und ich denke, das mag banal klingen, aber ein methodischer Weg ist tatsächlich, ich meine, das Zuhören ist die eine Geschichte, aber das andere sind diese Verbreitung guter Nachrichten auch. Und ich denke, gerade in der Situation, wo es schwierig ist, wo man mit sozialer, existenzieller Not umgeht, braucht es manchmal auch so Geschichten, dass man sagt, aber da ist trotzdem irgendwas ganz Tolles dabei rausgekommen, da haben wir was erreicht, und wenn es nur ein kleiner persönlicher Fortschritt ist und ein kleiner persönlicher Erfolg, dass sich jemand Spannenden in diesem grenzüberschreitenden Kontakten zum Beispiel kennengelernt habe, dass ich jemand aus dem Flüchtlingsbereich persönlich kennengelernt habe und eine Geschichte gehört habe, die mich wesentlich weiterbringt, als dass ich mich jetzt nur mit einer ganz konkreten Flüchtlingspolitik und Verbesserung engagiere. Und ich glaube, das mag banal klingen, aber diese Good News, wie ihr es hier auch von der Ute Scheub zum Beispiel in dem Buch habt, und diese ganzen Entwicklungen, die sind entscheidend. Das müssen wir alle mit nach Hause nehmen, und das ist vielleicht noch wichtiger, als auf der Straße präsent zu sein. Mein Name ist Ina Kreische und ich habe einfach mal eine Frage bzw. Anregung. Es gibt mittlerweile die AfD als Partei, die Piraten. Warum gibt es eigentlich keine Frauenpartei? The very simple answer is there are too few people voting for it, I'm afraid. Otherwise it would have been present. There is one in Sweden, actually. Not in parliament at the moment, I think. That's
in the end, the only answer to that, it doesn't have a voter base. And women are not united. Das wäre jetzt doch eine gute Ausgangsfrage für eine weitere Konferenz, okay? Ich meine, eins ist klar, wir können das, auch wenn wir uns hier gut verständigen können, aber wir können von Frauen als Identitätsgruppe, die per se vereinigt ist, doch schon lange nicht mehr reden. Also dieser Ansatz der Intersektionalität sagt ja, Frauen sind geprägt, ja, von ihrer sozialen Herkunft, von ihrer ethnischen Herkunft, von ihrer religiösen Herkunft. Das ist ja das, was Intersektionalität ausmacht und prägt. Und mir geht es wirklich darum, vor diesem Hintergrund trotzdem, und ich glaube, das ist die Aufgabe der Gegenwart und der Zukunft, vor diesem Hintergrund aber sehr wohl teilstrategische Allianzen zu bilden. Das, glaube ich, ist ein wichtiges Moment. Und das Zweite, da finde ich, kann man auch nicht so tun, als wäre das nicht eine Aufgabe der Zukunft. Wir müssen nicht nur unter Frauen diesen intersektionellen Anspruch haben, wir müssen auch raus aus den Sektoren. Ja, wir müssen Allianzen schmieden mit denen, ich sagte es schon, die zu Flüchtlingen arbeiten, die zu LGBTI-Themen arbeiten. Wir haben europaweit einen unglaublichen Druck auf Schwule, Lesben, Intersex und Transsexuelle. Die lassen wir doch auch sich alleine organisieren. Es gibt nicht wahnsinnig viele Solidaritäten von Hetero-Organisationen mit den LGBTI-Menschen. Das ist aber notwendig, wenn wir Homophobie und Xenophobie und all die Dinge, die gerade auch die Rechten adressieren, zusammenbringen wollen und sagen, wir sind die emanzipatorischen Kräfte und müssen gemeinsam auch gegen diese alle Formen der Diskriminierung vorgehen. Das ist ja die Überschrift gegen Diskriminierung und für die Einhaltung der Menschenrechte. Und ich glaube einfach, dass es notwendig ist, noch auf ganz anderen Ebenen als jetzt natürlich einer solchen Konferenz über solche neue Allianz- und Strategiebildung einzugehen. Ich würde gerne schließen, wenn Sie erlauben. Ich möchte schließen insofern, dass ich erstmal an Sie, liebe Frauen und Männer, mit großem Respekt sagen muss, toll, wie lange Sie ausgehalten haben, geblieben sind, beigetragen haben zu dieser Tagung. Ich sage es nochmal für mich, ich habe sehr viel gelernt, auch an Details. Ich muss sagen, ich bin teilweise richtig auch erschüttert über das, was ich gehört habe und auch empört. Ich habe viel, viel mehr begriffen davon, was es heißt, in einem dieser europäischen Länder zu leben. Nochmal mehr begriffen, die Griechenland heißen. Möchte Ihnen, Mariella, auch nochmal wirklich, Frau Mariella, danken. Das hat mich sehr, sehr auch beeindruckt, mit welchem Engagement und mit welchen auch Kraft die verschiedenen Faktoren, ja, die diese Krise ausmachen, zusammenzudenken. Und ich glaube, das ist wichtig. Das sind viele multidimensionale Krisen, die da in solchen Stresssituationen wie Austeritätspolitik auf Menschen zukommen. Und ich habe auch noch mal begriffen, was es bedeutet, wenn Frauen das werden, was man dann Social Airbags nennt. Sie müssen diese ganzen Krisen abfedern und aushalten. Danke dafür. Diese Konferenz macht mir auch Mut und gibt mir auch viele Ideen, gemeinsam mit dem Gunnar-Werner-Institut, aber auch mit der Stiftung insgesamt noch stärker an dieser transeuropäischen Vernetzung zu arbeiten. Für mich war es ganz, ganz wichtig, auch nochmal die Dimensionen und die Überlappungen der rechtspopulistischen und rechtsextremen Organisationen zu hören. Nochmal alles in allem, diese Tagung war ein großer Schatz an Informationen und Inspirationen. Für Sie hoffentlich auch Motivation, an unterschiedlichen Stellen weiterzuarbeiten. Nutzen Sie auch unsere Website. Wir werden diese Tagung dokumentieren.
möglichst viel der Informationen bereitstellen. Schicken Sie uns Informationen, die Sie wichtig finden, dass wir sie ins Netz stellen. Wir wissen, weiß Gott, hier nicht von allem und wir wollen auch nicht die ganze Welt immer in Toto selber erklären. Wir leben auch von Ihren Beiträgen für unsere Website und für andere Ideen sind wir sowieso immer offen. Ich möchte jetzt noch mal an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danken für die Kooperation mit der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Danke für die Zusammenarbeit. Ich möchte noch mal einen großen Applaus an die Übersetzerinnen geben. Ich möchte mich bei den Stipendiaten des Heinrich-Böll-Studienwerks bedanken, die die Thementische betreut haben. Hier sind sehr, sehr viele Ideen, die auf dieser Tagung gesammelt wurden, auf den Flipcharts festgehalten. Auch dafür herzlichen Dank. Und wie gesagt, last but not least, tollen Dank ans Gunnar-Werner-Institut, an euch alle. Ihr habt es toll gemacht. As always. Tschüss. Und jetzt dürfen Sie noch ganz anonym auf einem Bogen ausfüllen, wie toll das hier war. Auf den Tischen liegen lassen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Sie haben es sich verdient. Tschüss. Tschüss. Tschüss.